Wenn jemand in der Familie krank wird, ist man oft nicht furchtbereit. Und doch hängt es an denen, die bleiben, zu helfen, wenn jemand Alzheimer hat, behindert wird oder ganz einfach nicht mehr kann. Für die Aidants familiaux kann der Alltag kompliziert werden und sie brauchen auch ihre Ruhe, des ärmlichen Strukturen wie die in Lingelsen. Wir entdecken es mit der Brigitte, die sich um ihren Mann kümmert. Allein Time Sinn, das ist Brigitte Camerer nicht mehr gewöhnt. Ihre Alter dreht sich um ihren Mann. Er hat Alzheimer und braucht viel Unterstützung. Sie schreibt alles auf und muss sich um alles kümmern, was mit 79 Jahren doch schwer fällt. Es ist auch schwer. Auch schwer sogar. Ich bin vor 5 und vor 2 Jahren im Kreuz operiert worden. Und seither habe ich auch abgenommen in allem. Es ist doch schwer. Und wenn man den ganzen Tag selber repetieren muss, am Oben kommt es über uns. Und das dauert seit ein paar Jahren. Fürs erste Mal hat sie ihren Mann in einem Heim platziert, 15 Tage lang, und besucht ihn 2-3 Mal in der Woche. Ich habe ihm gesagt, ich muss ins Spital und er geht nicht in Ferien. Und das hat er angenommen. In Ferien, oder besser gesagt, in eine spezialisierte Struktur in Lingelsen, die Residenz du Parc. Ça va? Oui. Oui. Alors, tu vois? Ça va. Alors, ça va. Content. Ben voilà, oui. Das Heim kann bis 12 Alzheimer-Kranke temporärisch empfangen, von unterschiedlichen Stadien für 67 Euro pro Tag. Es funktioniert seit 2015 auf Dossier. Die Leute können noch kommen von einer Woche bis 3 Monaten. Und es ist surtout für das Time können schnüffeln. Können wenig Krepie haben, wenig anders leben, als willst. Der Gérard muss seine Erinnerungen ständig auffrischen. Timmy, das Mädel von der Lea. Die zwei haben 3 Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder und sind schon 57 Jahre geirrt. Welches Jahr hast du geirrt? 1900? 61. Ah ja. Aber leider. Ich vergesse viel, das gebe ich zu. Wissen Sie, wer das ist? Das ist meine Frau. Wie heißt sie? Mit dem Alter, das vorangeht, macht sich Brigitte Sorge über die Zukunft. Die Kinder sind auch weit und haben ihre eigenen Probleme. Jetzt müssen wir schauen, was passiert, wenn er heimkommt. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Für ihn überhaupt, glaube ich. Als früherer Comptable hat er aber doch noch Reflexe. Willst du nicht arbeiten? Nein. Ich bin so ein Teil, ja. Du bist da. Ja. Dann kriegen wir einen Eindruck mit dem Fernseher. Ja. Brigitte hat lehren müssen, Konto zu feiern. Aber auch Zeit für sich nehmen, zum Beispiel für auf das Forum zu gehen im Conseil départemental in Strasbourg. Wie sie sind in Frankreich 11 Millionen Personen Aidants familiaux. Im Unterland sind sie auch notwendig. Jetzt haben wir 22% der Barinois, die über 80 Jahre alt sind. Donc, das wird jetzt alles mehr. Und die älteren Leute sind mehr als die Kinder. Wir haben mehr ältere Leute. Donc, die Pyramide des Âges, wie sich umdreht jetzt. Und deshalb brauchen wir alle Leute, für zu helfen. Helfer, die sich selber nicht vergessen sollten. Brigitte jedenfalls hat vor, ihren Mann von Zeit zu Zeit wieder in die Residenz zu bringen. Ja. Das ist schon.